Wir werden gleich das Thema Euro oder D-Mark, wie sicher ist mein Geld, besprechen, aber nicht mit dir allein, obwohl wir locker die halbe Stunde füllen würden mit dir, sondern wir begrüßen auch noch Robert Halber von der Baader Bank und der Name ist schon gefallen, Dr. Alexander Seibold als Vermögensverwalter. Ihr habt alle euer Mikrofon und das ist natürlich eines der Reizthemen schlechthin im Moment. Es wurde auch in den vergangenen Jahren immer wieder durchdiskutiert. Wollen wir die D-Mark zurück? Ist das sinnvoll oder nicht? Wird der Euroraum möglicherweise geteilt in eine gute oder eine weniger gute Zone? Dies alles zusammengenommen. Aber fragen wir doch gleich mal ganz direkt, denn so viel Zeit haben wir gar nicht, Herr Seibold. Herr Dr. Seibold, fangen wir mit Ihnen an. Was glauben Sie denn, wie sicher ist denn unser Geld? Also ich würde mal zwei Dinge unterscheiden. Zum einen Sicherheit des Geldes, glaube ich, steht für mich außer Frage. Also die Themen wie Hyperinflation, Währungsreform und sonstige Sachen, die immer so als Apokalypse an den Horizont gemalt werden, würde ich jetzt mal nicht so sehen. Ich denke, dazu sind die Systeme und auch die Fronten von Politik und Währungsseite, ECB oder IWF, inzwischen hochgezogen. Ich darf es vielleicht mal so formulieren, ich denke, der Euro wird nicht mehr allzu lange in der Form durchhalten. Es wird einen neuen Euro geben, vielleicht auch einen gesplitteten Euro. Thema ist ja schon länger in Diskussion. Also ich sage mal Nord-Süd-Euro. Wenn ich es auf den Punkt formulieren darf, ich denke, die Frühindikatoren, wenn Sie mal so mit den Tsunami-Warngeschichten im Atlantik vergleichen, also die Bojen sind schon angeschlagen an verschiedenen Stellen und alles wartet auf die Welle. Also die Welle, die sozusagen den Kick bringt, ich nehme mal an, die Welle wird irgendwo in Griechenland einschlagen. Robert Halber, aber ist denn das tatsächlich ein realistisches Szenario aus Ihrer Sicht und vor allen Dingen, wäre denn das für uns alle überhaupt so gut? Sollten wir denn nicht lieber für den Erhalt des Euro in der jetzigen Form kämpfen? Denn er bringt ja auch recht viele Vorteile mit sich und es ist eine große Errungenschaft, die über mehrere Jahrzehnte ja eigentlich auch erschaffen wurde. Also der Euro muss erhalten bleiben, ganz klar. Wir können nicht zur D-Mark zurück. Diese Nostalgiewelle, die bringt gar nichts mehr. Aber die Klasse, Euro-Klasse, ist mit 17 zu groß. Zwei Kandidaten, die Griechen und die Portugiesen, werden es beim besten Willen nicht schaffen. Das Problem ist immer, jetzt können wir sagen, die schleppen wir trotzdem mit durch, weil einfach diese Solidarität ja wichtig ist. Aber ich glaube, das ist ein Fehlschluss, denn die Länder werden ja systematisch kaputt gespart. Die große Gefahr ist, dass irgendwann nach einer Wahl in Griechenland, die ja nächste Woche Sonntag ist, die Parteien sagen, das war's für uns, wir können nicht mehr. Politik wird ja immer für die Mehrheit der Bevölkerung gemacht, wir treten aus. Und dann haben wir Spaß an Finanzmärkten. Ja? Und die Frage ist ja, auch, der nächste Schuldenstand in Griechenland wird kommen, das geht gar nicht anders, das ist mathematisch gar nicht anders darstellbar und irgendwann werden wahre Finnen und wahre Holländer sagen, da machen wir nicht mehr mit und dann tragen wir dann auch noch deren Anteil, das geht gar nicht mehr. Sowieso haben wir ja im Augenblick eine Situation, wo die Stabilitätsfalken müde werden, es gibt noch die Deutschen, die Finnen und die Luxemburger und mit den dreien werden wir sicherlich nicht gegen Club Met, angeführt von einem fliegenden Holländer, Herrn Hollande, sicherlich anstinken können, das heißt, wir müssen schon etwas klein beigeben, aber Griechenland und Portugal, die müssen wir im gegenseitigen Einverständnis kontrolliert und immer noch mit Liebhalten und Pampering, die dürfen ja 10 Jahren gerne wieder beitreten, aber wir werden mit 17 Ländern die Eurozone nicht erhalten können. Es dürfen nur 15 sein. Italien, Spanien müssen dabei bleiben. Die müssen Hausaufgaben machen, die können sie aber auch machen. Das ist kein Buch mit 7 Siegeln. Dankeschön, Robert Halber. Friedhelm Busch, du betrachtest dir ja die Themen auch manchmal aus ganz anderer aus einem ganz anderen Blickwinkel, betrachtest ganz andere Facetten. Es geht immer nur ums Geld. Aber ist es denn nicht eigentlich auch mal wichtig, die Frage zu diskutieren, die über allem steht? Länder, die eine gemeinsame Währung hatten, haben niemals in der Geschichte gegeneinander Krieg geführt. Wir haben seit mehreren Jahrzehnten in Europa Frieden. Trägt denn nicht auch der Euro zu dieser Stabilität bei? Also in der Tat haben wir die Diskussion um den Euro begonnen mit diesen Argumenten, die du gerade angesprochen hast. Und es ging nicht darum, wer profitiert am meisten vom Euro, sondern wir brauchen eine weitere Klammer für Europa. Und wir haben in der Tat durch den Euro und durch die europäische Idee eine Zeit, die
unsere Eltern nicht hatten in Europa. Und ich hoffe, dass meine Kinder die gleiche Ruhe haben werden in Europa wie wir jetzt. Also ich sehe auch diese Diskussion um den Euro und um die Länder, die nun am Euro teilnehmen oder die in der EU sind oder in die EU wollen, sehe ich auch ein bisschen zu eng und zu klein, wenn man es nur auf die Währung konzentriert und wenn man nur über das Geld spricht. Allerdings gebe ich auch zu, Geld ist nicht das Wichtigste, aber es beunruhigt, wenn man es nicht hat. Das heißt also, ich bin schon der Meinung, man sollte auch ans Geld denken. Und ich denke, um Gottes Willen, nicht nur an irgendetwas anderes in dieser Welt. Ich bin kein Esoteriker, sondern mir geht es auch ums Geld. Also das nur mal vorweg. Klar, du hast recht mit deiner Frage. Die Antwort hast du dir ja auch selber gegeben schon. Das war ja auch eine rein rhetorische Frage. Die Diskussion auf den Euro zu verengen ist falsch. Aber ich bin nicht der Meinung, dass sich nun in Europa der Gedanke breit macht, die Deutschen oder selbst die Deutschen zwingen uns kaputt zu sparen. Ich glaube, wir reden viel darüber und das ist auch ein Mangel, den ich bei meinen Kollegen beobachte. Die Zeitungen schreiben andauernd vom Fiskalpakt, vom Sparen in Europa. Die Griechen werden gezwungen, die Portugiesen, die Holländer und wer auch immer oder die Deutschen auch bald. Wir werden gezwungen zu sparen. Kein Mensch wird dazu gezwungen. Das, was die Politiker uns jeden Tag in die Federn der Presse, die dann das auch alles gut aufnimmt, diktieren. Das ist Lüge. Wir haben kein Sparen in Europa. Wir haben keinen Fiskalpakt, um den wir jetzt streiten. Das steht zwar in den Überschriften. Und Frau, wie heißt die Dame? Merkel. Die Frau Merkel ist also nun wild entschlossen, ihren Fiskalpakt durchzuziehen. Schenkst du diesen Ideen kein Vertrauen? Glaubst du nicht, dass da fleißig genau an diesen Themen gearbeitet wird? Nein. Du hast schon zu viel erlebt. Ja, nein, ich glaube das überhaupt nicht. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Schauen Sie sich den deutschen Fiskalpakt an. Schau ihn dir an. Da steht drin, wir müssen sparen und dann sind Grenzen eingezogen und dann steht drin, diese Grenzen können natürlich überschritten werden, wenn wir in der Stunde der Not sind. In der Stunde der Not ist jede Regierung vor der Wahl. Jede. Frau Kracht in Nordrhein-Westfalen ist in höchster Not. Die muss gegen die Sparpolitik verstoßen, obwohl wir in Nordrhein-Westfalen die höchsten Steuereinnahmen hatten in der Geschichte. Also mit anderen Worten, die Politiker lügen uns etwas vor und wir blöden Journalisten schreiben das auch noch, so wie sie es uns diktieren. Der Fiskalpakt in Deutschland hat so viel Notausgänge, dass das eigentlich lächerlich ist, was da drin steht. Und der europäische Fiskalpakt, um den nun Frau Merkel so kämpft und gegen Hollande und wie die alle heißen mögen, nun angeht, dieser europäische Fiskalpakt ist ein Witz. Da steht drin, wir sind verpflichtet zu sparen. Und wenn du nicht sparst, ja, dann müssen wir wieder reden. Das heißt, es gibt keine Sanktionen, es gibt keine automatischen Sanktionen, dass jemand, der nicht spart, bestraft wird. Natürlich kann ich dann sagen, ich spare. Und wenn ich dann höre, du sparst aber gar nicht, sage ich, ach Gott, ja, ging heute nicht, machen wir morgen. Vielen Dank, Friedhelm Busch. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Wollen wir vielleicht mal mit Robert Halver gleich fortsetzen. Also können Sie uns ein bisschen Hoffnung machen, dass da wenigstens die Absicht erkennbar ist, die Dinge des europäischen Fiskalpakts so durchzusetzen, dass er am Ende auch zumindest ein paar Früchte trägt? Ich glaube, der Begriff ist falsch. Sparen. Sparen hat ja immer verschiedene Möglichkeiten. Ein Kaputtsparen macht man schon in Griechenland. Da wird nie mehr was draus. Ja, für mich ganz klar. Für mich viel wichtiger, dass man Wirtschaftsreformen macht. Ja, dass die Spanier ihren absolut inflexiblen Arbeitsmarkt aufbrechen. Wer in Spanien einen Job hat, wird nie arbeitslos. Wer keinen hat, wird nie einen bekommen. Dann muss man ja was machen. Der Arbeitsmarkt ist so, ja, inflexibel wie der Kölner Dom. Ja, man könnte sagen, das ist ein Bewegungswunder dagegen. Ja? Und die Italiener, die müssen einfach in puncto Steuereintreibung ein bisschen mehr machen. Italien hat natürlich auch gerade im Norden eine sehr starke Industrie. Die Spanier haben ja nicht nur Schulden in Form von Immobilien. Sie haben auch Urlaubsparadies. Auch daran kann man was machen. Nur, was Herr Busch ja auch sagt, man kann natürlich keinen zum Siegen tragen. Wenn
eben nicht gespart wird oder reformiert wird. Lassen wir uns auf den Begriff reformieren einigen. Sparen ist Quatsch. Geht um die Reformen. Agenda 2010 bei uns. Das muss umgesetzt werden. Und damit man das den Ländern schmackhaft macht, auch dem Herrn Hollande in Frankreich, wo ich schon gewisse Skepsis habe, das ist für mich die Wiedergeburt von Herrn Mitterrand die ersten 3 Jahre. Ja? Also schon die rote Farbe, die sehr stark verteilt wird dann. Und man darf hier von roter Farbe in Stuttgart sprechen, das ist ja hier nicht schlimm. In Nordrhein-Westfalen ist das ja schon mittlerweile ein Gemeinplatz. So, wichtig ist, glaube ich, sehr stark zu erkennen, dass wir einen Dreiklang brauchen. Die Reformen müssen gemacht werden. Die Budgetdefizite muss man eine gewisse Zeit auch sicherlich dulden, dass sie höher sind. Damit diese Perspektive für Menschen da ist. Und drittens, einer muss die Party schmeißen, das ist die EZB. Die EZB wird sicherlich wirklich Mutter-Teresa-Qualitäten entwickeln müssen, die ganz klar sagen, wir lassen nicht zu, dass die Spanier auf dem Weg zu ihren Reformen über die Finanzmärkte angegriffen werden. Man könnte sagen, alles über 6% Rendite von dir kauft die EZB auf und kein Hedgefonds, keine Bank, keine Finanzindustrie wird jemals wagen, dagegen anzustinken. Dann haben die Länder Zeit, Reformen zu machen. Und das ist auch die bittere Wahrheit. Reformen gehen nicht von heute auf morgen. Unsere Agenda 2010 hat 3 Jahre gebraucht, ja, und einen Kanzler verschlissen, bis sie gewirkt haben. In Italien, Spanien werden es 6 Jahre sein, vielleicht sogar 10 Jahre. Die Zeit müssen wir uns kaufen. Also keine schnellen Erfolge bei der Stabilität oder beim Sparen, bei Reformen sind zu erwarten.